Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Im heutigen Video geht es wieder um zeitkontinuierliche Systeme, auch um Eigenschaften, diesmal genauer gesagt um die Eigenschaft der Zeitinvarianz. Falls ihr noch weitere Eigenschaften sehen wollt, dann schaut in die Infobox. Da haben wir noch was zur Kausalität, zur Linearität und auch zur Stabilität und Minimalphasigkeit. Aber jetzt, wie gesagt, heute geht es um die Zeitinvarianz. Zeitinvarianz heißt, dass ein zeitlich verschobenes Eingangssignal das entsprechende zeitlich verschobene Ausgangssignal impliziert. Wichtig dabei ist, dass es wirklich das dementsprechende ist. Das heißt, das System antwortet wirklich mit dem entsprechenden zeitlich verschobenen Ausgangssignal. Was damit jetzt genauer gemeint ist, dass hier dieser Faktor T0, dass der wirklich bei beiden gleich ist. Das heißt, wenn ich hier jetzt T0 gleich 5 habe, kann ich nicht hier um 6 verschieben. Sondern T0, wie auch in der mathematischen Gleichung hier, diese Bedingung, muss natürlich dann identisch sein. Deutlich wird das Ganze, wenn man sich ein Beispiel oder direkt, wie ich mache, direkt zwei Beispiele anschaut, weil wir haben hier diese mathematische Gleichung, die wir nachweisen müssen in der Regel. Das heißt, wenn wir hier unser Beispiel 1 uns anschauen, das heißt, wir haben ya von t ist gleich ye' von t plus 4ye von t. Wenn wir hier unsere Gleichung mal drauf anwenden, das heißt, wir hätten hier ya von t minus t0 ist gleich, jetzt das System davon wäre ye' von t minus t0 plus 4ye von t minus t0. Und da sehen wir direkt, ja okay, es hat wunderbar geklappt. Also muss dieses System zeitinvariant sein. Hier ist irgendwie nichts, was nicht so sein sollte. Das heißt, wir schreiben hier, das System ist zeitinvariant. Warum dieses System jetzt zeitinvariant ist, sehen wir direkt beim zweiten Beispiel. Das kann ich nämlich schon vorwegnehmen, das ist nicht Zeitinvarianz. Wenn wir nämlich hierauf das Ganze anwenden, hätten wir hier wieder ya von t minus t0 ist gleich. Und jetzt kommt diese Systemschreibweise. Jetzt muss man aufpassen, jetzt bleibt hier das t Quadrat, nämlich nur unser ye von t wird vom System hier beeinflusst und kriegt diese Verschiebung. Das heißt, hier hätten wir dann ye von t minus t0. Und da sehen wir direkt, nee, das kann nicht sein. Hier ist nur ein t Quadrat drin, was sich nicht verändert hat. Das ist nicht das Gleiche. Wenn wir hier nochmal schauen, das war da tatsächlich das Gleiche. Wir haben das Eingangssignal um t0 verschoben und auch das komplette System verschiebt unseren Ausgangssignal um t0. Wenn wir hier das Eingangssignal um t0 verschieben, dann haben wir immer noch diesen t Quadrat Faktor, der nicht verschoben wird. Und das Ausgangssignal wird dann dementsprechend nicht richtig verschoben. Das heißt, hier könnte man auch sozusagen so eine Ungleichung wieder draus machen und hinschreiben, das ist nicht zeitinvariant. Zeitinvariant. Ja, ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden, vor allen Dingen mit den Beispielen. Vielleicht probiert ihr selbst nochmal einige Beispiele aus und dann schaut in die Infobox für weitere Eigenschaften und ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.